Und damit ein herzliches Willkommen zurück bei Deponia Doomsday. So, und ich muss jetzt noch mal gucken, dass ich jetzt irgendwie das hier auf die Beine kriege. Ich glaube, ich muss die Datasette einfach noch mal entfernen. Anders geht's leider nicht. Ich muss die Datasette noch mal entfernen. Und ich muss einfach ein besseres Tier reinmachen. So. Gucken wir uns das mal an. Wir müssen das hier einmal tauschen. Entfernen diese Datasette. Und fügen jetzt die Clown ein. So. Er ist richtig. Moment, das muss richtig sein. Ich glaube, jetzt haben wir es aber richtig gemacht, weil er hat richtige Pfoten, Patientchen. Und das Gemüt muss ich jetzt noch ändern. So, dann müsste es jetzt richtig gewesen sein. Testen wir das doch mal. Cocktailbar, Clown. Moment. Oh, hoffentlich war es jetzt richtig. Jawohl. Ich wusste, da wäre. Das wäre Nummer 1. Streiche zu. Und jetzt muss ich noch mal. ein Tier erschaffen, richtig. Oh, ein Sch. Es ist. Gut, das haben wir auch geschafft. Jetzt zum Computerkern. Und dann müssen wir jetzt die Datasette einfügen. Schalter umlegen. So, jetzt hoffentlich bin ich richtig. Chillout Zone. Nanu, was ist denn hier passiert? Hallo? Oh oh. Was ist passiert? Warum ist hier überall Blut? Komisch, alle weg. Was haben wir angestellt? Das kann doch nicht sein. Wo sind alle hin? Oh Gott. Ich speichere nochmal zur Sicherheit ganz kurz. Speichern. Offenbar habe ich irgendwas richtig gemacht. Das speichere ich jetzt mal eben. So. Weiter spielen. Und jetzt gucken wir mal. Können wir jetzt endlich mal in die Sauna reingehen? Huhu, jemand zu Hause? Nein! Verschwinde! Ahnte ich es doch. Hier versteckt ihr euch also. Nicht doch die Tür auflassen! Schnell, komm rein! Hier! Au! Ist das eng! Ah, so glitschig. Psst, jetzt! Sie sind noch da draußen! Wer ist da draußen? Phiolox! Sie sind überall! Ach, wie konnte es nur dazu kommen? Ja, das frage ich mich auch. Aber bevor wir uns mit Schuldzuweisungen aufhalten, sollten wir uns lieber auf das Problem konzentrieren. Du hast recht. Im Ältestenrat gibt es eine Notfallkonsole. Aber wie sollen wir da jemals hinkommen? Der Weg zum Fahrstuhl ist viel zu gefährlich. Unsinn! Da draußen ist alles frei. Keine Spur von... Ah! Ich wüsste einen Weg. Ah! Ach du! Sag mal, musst du dich so ranschleichen? Was treibst du da überhaupt? Ich habe einen Belüftungskanal gefunden, der den ganzen Aufzugsschacht entlang führt. Kein leichter Aufstieg, aber immer noch besser als die offensichtliche Alternative. Wir müssten nur irgendwie dieses... Gitter aufbekommen. Den ganzen Lüftungsschacht bis zum Ältestenrat? Ich weiß nicht. Ach, es kommt bestimmt bald Hilfe. Und wir haben noch 2 Stunden Saunazeit übrig. Oh Gott. Aber ich speichere jetzt nochmal. Willst du mal speichern? Jawohl. Und weiter spielen. Und Rufus fühlt sich natürlich... Was für eine Weichbirne. Was sind wohl... Schweißperlen.
So bekomme ich das nie auf. So, machen wir erstmal das Armband an das Gitter fest. Hey, findest du das lustig? Ja, ich finde das sehr, sehr lustig. So. Und Rufus ekelt sich natürlich davor, allein in dieser Männersauna zu sein. Schweißperlen. Hey, was tust du? Oh, vergnügt dich das? Igitt. Jetzt verstehe ich. Glitschig. Leider noch nicht glitschig genug, um mich von der Stelle zu bewegen. Ja, ich verstehe so langsam. Was soll das denn? Er toucht gerne alte, nackte, behaarte Menschen an. Ist das eckelig? Oh Gott. Glitschiger geht nicht. Aber jetzt sind wir wahrscheinlich so glitschig genug, wie es geht. Jetzt jammer doch nicht so rum. Da, der Weg ist frei. Na dann, nichts wie raus hier. Danke, aber meine Hände sind trocken. Gut, dann haben wir das schon mal geschafft. Aber okay, das war jetzt ein bisschen einfach, muss ich sagen. Glitschige Männer und er findet das ekelig. Oh Gott, der arme Rufus. Gut, dann gehen wir jetzt mal raus hier. Himmel, sie sind überall. Jetzt haben sie Frau Zinkel entdeckt. Schnell, Frau Zinkel, fliehen Sie. Nein, nicht da rein. Da geht der Waffenstand. Das war aber ungemütlich. Wo bleibt ihr denn? Oh. Hier ist die Hölle los! Wissen wir schon. Schnell, aktivier die Notfallkontrolle. Und wie soll ich das machen? Von hier aus? Kann sich irgendjemand an die Codes erinnern? Die stehen auf einem Zettel im Notfallcodefach. Gut nachgedacht. Wie ist der Code für das Fach? Warte, das kriege ich raus. Ist sozusagen meine Spezialität. Wir haben keine Zeit. So, was soll ich machen? Was muss ich machen? Du schaffst das. Sieh zu. Sieh zu. Ups. Wir glauben an dich. Komm schon. Kann man irgendwie resetten? Nein? Wir sind schon im Koi-Aquarium. 3, 2, oh, der Blattgoldwald brennt. 5. Du schaffst das. 1. Sie haben die Sushi-Fontäne entdeckt. Oh mein Gott. Komm schon. Gut, so. Machst du das? Ja. Sie haben die Sushi-Fontäne entdeckt. Schon wieder? Sie sind schon im Koi-Aquarium. Oh. Das war jetzt gut. Ja, glaub ich an dich. Zu spät. Sie klettern die Mauern hoch. Schnell. Lies vor. Geht ja schon los. Alpha, Alpha, Gamma, Gamma. Dieser Code ist voll der Hammer. Sie kommen durch den Liftschacht! Gamma, Beta, Gamma, Beta. Abbruch lieber jetzt als später. Es funktioniert nicht. Weil das die Abbruchcodes sind. Die richtigen Codes stehen auf der Rückseite. Oh. Sie haben mein Bein! Ja! Beeilung! Hä? Moment. Da! Alpha, Beta, Gamma, Zeta. Nicht so schnell, nicht so schnell! Oh nein! Ein Time Reset! Scheibenkleister, das gibt's doch nicht! Hey, wer ist da? Zimmerservice, okay? Ein Klon?
Sind etwa die... Ja, verdammt. Die Dienstbots haben irgend so eine Krankheit, die ich mir gerade ausgedacht habe. Wie heißt, habe ich vergessen. Und den blöden Helm bringe ich auch zur Reinigung. Aha. Dann machen Sie das. Aber pronto. Okidoki. Oh, warum sind wir jetzt auf einmal hier wieder? Na super. Gehen wir mal aus. Aha. Goal? Ja? Wer spricht da? So, du darfst nicht gehen. Du darfst nicht gehen! Jetzt reicht's mir aber. Wer bist du? Hat dich mein Vater geschickt? Wenn ja, kannst du ihm ausrichten, dass ich meine eigenen Entscheidungen treffe. Und dass er mir nachspionieren lässt, ist wohl der Obergipfel. Wenn er mir was zu sagen hat, soll er das gefälligst persönlich machen. Dieses Gespräch ist beendet. Verdammt. Keiner da. Scheiße. Oh. Hilfe. Und nochmal Time resettet. Scheibenkleister, das. Hey, wer? Zimmer. Ja. Dann aber. Okay, wir haben irgendwas falsch gemacht. Wir können nichts anderes machen, außer. Warte mal. Müssen wir wahrscheinlich unseren Helm einsetzen? Helm! Interface erkannt. System verbunden. Willkommen, Herr Oberkontrollrat! Es wurden neue Notfallüberbrückungsoptionen hinzugefügt. Wenn Sie die Elysium-Selbstzerstörung aktivieren wollen, klicken Sie einfach auf das fitzige Atompilz-Symbol. Ihr Elysium-Sicherheitsprotokoll wünscht Ihnen einen schönen Tag. Okay. Nennen wir das mal Plan P. P wie pur im Totfall. Verdammt, warum habe ich N schon für meine Wochenendpläne vergeudet? Nennen wir das P wie... Verdammt, warum habe ich... Okay, Keiner da. Keiner da. Nennen wir das P... Verdammt. Okay, offenbar müssen wir... Haben wir was falsch gemacht? Oh, die sind auch weg. Das war aber ein Fehlschlag. So. Oh, scheiße, wir müssen das nochmal neu machen. Hilfe! Hilfe! Noch von vorne. Das hatten wir schon. Hey, wer ist ein... dann aber pro... Okay, du. So, Helm nehmen. Okay. Schnell, 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 schnell. Oh nein, da spielst du wieder Kontrollrat. Ich sagte doch, ich gehe campen. Von wegen. Ich weiß, dass du vorhast, Klytes nach Deponia zu begleiten. Aha. Aber daraus wird nichts. Du wirst hier bleiben. Verstehst du? Ach ja? Warum sollte ich? Weil du Hausarrest hast. Weil ich jetzt die Selbstbestimmung aktiviere. Weil ich es verbiete. Ist das so? Kleine Neuigkeit. Ich bin keiner von deinen Organon-Soldaten. Ich gehe nach Deponia und damit basta. Oder gibt es noch einen richtigen Grund, warum ich hier bleiben sollte? Du hast Hausarrest. Weil du Hausarrest hast. Hausarrest? Ich bin keine 14 mehr. Außerdem, die Verlobung mit Klytes war doch deine Idee. Sollte ich nicht ein wenig Zeit mit meinem zukünftigen Ehemann verbringen? Das lohnt sich nicht. Die Verlobung ist abgesagt. Das hier ist keines von deinen Sprengmanövern. Es geht um meine Zukunft. Und wenn ich möchte, dass die im Müll beginnt, dann kannst du da herzlich wenig gegen unternehmen. Ich gehe nach Deponia und damit basta. Oder gibt es noch einen richtigen Grund, warum ich hier bleiben sollte? Okay, weil ohne dich alles doof ist. Weil ohne dich alles doof ist!
Hast du schon wieder getrunken, Dad? Was? Nein! Ich... In diesem Zustand werde ich bestimmt nicht mit dir diskutieren. Ich gehe nach Deponia und damit basta. Oder gibt es noch einen richtigen Grund, warum ich hier bleiben sollte? Wir müssen wohl diese Selbstzerstörung aktivieren. Weil ich sonst die Selbstzerstörung aktiviere. Bitte was? Okay, ich kann dich nicht mehr ernst nehmen. Mach, was du willst. Ich rede nicht mehr mit dir. Hey, was tust du? Ich leite die Selbstzerstörung ein, wie versprochen. Das wagst du nicht. Na dann pass mal auf. Alpha, Alpha, Schupidupi, dieser Code ist voll der Hammer. Obwohl, nein, stopp. Das waren die Abbruchcodes. Was murmelst du denn da? Jetzt hab ich's. Alpha, Beta, Schnuppel, Wuppel. Und so. Gut gemacht. Du hast die Selbstzerstörung aktiviert. Hahaha, ich bin ein Genie. Du hast grandiose 30 Sekunden Zeit, um Elysium zu evakuieren. Wenn ich Daumen hätte, würde ich sie jetzt drücken. Okay, das ist krass. Zum Glück weiß ich, dass du das nicht durchziehst. Na los, schalte das ab. Dumm, ich sehe dich nicht den Fahrstuhl anhalten. Okay, du hast gewonnen. Ich warte hier unten auf dich. Und nun, Abbruch. Nichts leichter als das. Das werden wir gleich haben. Noch 20 Sekunden! Alpha, Beta, Epsilon! Nee, wie war das? Schnell! Es fing mit Alpha an! Ich hab doch schon gesagt, dass ich hier bleibe. Hetz mich nicht! 10 Sekunden! Bombengammer? Irgendwas ist voll der Burner! Der Hammer! Du sagst es! 5, 4, ja, ich weiß! 3, 2. Oh nein! Cletus? Nein, warte. Du bist... Wer zum Henkel bist du? Niemand Geringeres als deine Zukunft. Aber du kannst mich ruhig Rufus nennen. Eine tolle Zukunft habe ich da. Du hättest beinahe Elysium gesprengt. Auch nicht viel besser als das, was ihr mit Deponia vorhabt. Warte mal. Du bist Deponianer? Dann ist es wahr. Es gibt Leben auf Deponia. Ja, womit sich die Inspektionsreise wohl erübrigt hätte. Im Gegenteil. Deponia ist bewohnt. Ich muss es einfach sehen. Wozu? Du sprichst bereits mit der Creme de la Creme. Der Rest ist... Genau, wie der da. Noch ein Deponianer? Genug gesehen? Super. Wir haben nämlich nicht viel Zeit, um die Ewigkeit zu genießen. Oder um den Teufelskreis zu durchbrechen. Ach, hier wird heute gar nichts mehr durchbrochen. Ich bin auf Elysium. Mit Goal. So, das lassen wir jetzt einfach mal so. Wovon redet ihr denn da? Wir sind in eine Zeitschleife geraten. Wenn wir nichts unternehmen, wird sich dieser Tag auf ewig wiederholen. Eben drum, das muss ja nichts Schlechtes sein. Wow, das klingt aufregend. Was können wir tun? Fanzone? Nein, wir müssen nach Deponia. Yes! Dort steht mein Chronokar. Das ist die Quelle der Anomalie. Ein richtiges Abenteuer. Ist noch Zeit, mein Detektivset zu holen? Sag mal, geht's noch? Wir gehen nirgendwo hin. Das Hochboot! Tja, damit wäre das wohl entschieden. Aber... Und sie lebten glücklich und zufrieden. Ohne überhaupt in die Nähe des Endes aller Tage zu kommen. Oh ja, was muss ich jetzt machen? Ah, ich heb mal hier den Schläge. Na super. Was sind das für Dinger? Ich verstehe das auch nicht. Das war doch in der letzten Schleife. Die dürften gar nicht hier sein. Heiliger Hubert, wir werden in alle Ewigkeiten von Fuelox getötet werden. Nicht, wenn ich es habe, werde verhindern können gewesen haben sein. Knopf. Was soll das? Willst du uns umbringen? Nein. Das wollte ich den Fuelox überlassen. Komm schon, mach die Tür zu. Ich hab Höhenangst. Ist sie größer als deine Angst, von den Fuelox zerfleischt zu werden? Immerhin groß genug, dass ich immer einen Fallschirm im Rucksack habe. Ein Fallschirm? Sagte ich Fallschirm? Ich meinte Schallzwirn oder Wall. Denkt nicht einmal dran. Und sprengen. Festhalten! Nein! Stopp! Auf geht's. Müssen wir so schnell fallen? Ich fürchte ja. Immerhin ist der Fallschirm nur für eine Person ausgelegt. Rufus? Rufus, alles klar bei dir?
Nichts ist klar. Du und ich, wir haben mal die Welt gerettet. Nun, diese blöde, knotendorfe Zeitmaschine. Ich dachte, wir könnten damit alles noch besser hinbekommen. Ohne, dass ich am Ende in den Tod stürze und so. Aber jetzt ist alles noch viel schlimmer. Und das Beste, auf das ich hoffen kann, ist, die alte Version wiederherzustellen. Elysium wird fallen, du wirst mich hassen. Oder Fuelocks werden über den Planeten herrschen. Klingt so, als hätten wir viel durchgemacht. Oh ja, das kann man wohl sagen. Dann habe ich gute Nachrichten. In diesem Zeitstrang hasse ich dich noch nicht. Im Gegenteil. Ich finde das alles sehr aufregend. Zeitreisen, Fuelocks, Fallschirme. Dabei hat der Tag gerade erst angefangen, wenn ich bedenke, was morgen noch alles passieren könnte. Dafür müsste es erst einmal ein Morgen geben. Klingt für mich nach Abenteuer. Dann wasch dir mal die Ohren. Wir wissen ja nicht mal, wo wir hier gelandet sind. Wie sollen wir es denn bis heute Abend nach Kuvak schaffen? Dann ist es halt knapp. Na und? Ist das wirklich ein Grund, dich in einem Erdloch zu verkriechen? Nimm dir mal ein Beispiel an diesem McChronicle. Der würde bestimmt niemals aufgeben. Wie bitte? Also das ist schon wohl die Höhe. Okay. Nimm ihre Hand. Wenn ich eines niemals tue, dann ist das... Au! Au? Geben. Wen juckt es schon, dass Elysium jetzt Fuelock verseucht ist? Oder dass wir alles verändert haben, was Deponia vor der Sprengung bewahrt hätte? Hauptsache ist, ich lebe noch. Alles andere ist unwichtig. Hä? Hey. Nie mehr fun. Elysium? Check. Ich wollte die Welt retten. Check. Na gut, sie war schon mal geretteter als im Moment. Aber niemand kann mich zwingen, den ganzen Käse noch einmal durchzustehen. Alles, was ich tun muss, ist diesen dämlichen Zeitloop zu durchbrechen. Nach vorne blicken. So lautet die Stickerei auf meinem Familienkissenbezug. Das ist die richtige Einstellung, glaube ich. Also. Wo geht es nach Kuvak? Ja, aber das fragen wir uns erst in der nächsten Folge, wo es nach Kuvak geht. Bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao!